Ihr Lieben, das ist wunderbar, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Offene Sendung, offene Talkradio-Show heute Nacht. Das heißt, ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0130 29 11, Faxnummer 0130 11 51 22. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Christel. Und die Christel ist 52 Jahre alt. Ja. Guten Morgen, Christel. Guten Morgen, Domian. Ich bin ein bisschen nervös. Macht überhaupt gar nichts. Macht nichts, nee. Ja. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist ein ganz, ganz trauriges Thema. Ich bin 1960, also mit 13 Jahren, überfallen worden. Habe mit 14 ein Kind bekommen, was sehr krank ist, also aggressiv krank. Mhm. War unwahrscheinlich schwierig, das Kind zu erziehen und alles. Was hat der Überfall mit dem Kind zu tun? Ich bin vergewaltigt worden. Du bist vergewaltigt worden? Ja, mhm. Ja. Und das Kind war Resultat der Vergewaltigung? Ja, mhm. Ja. Mhm. Und jetzt ist dieses Kind, was ja schon ein erwachsener Mann eigentlich ist, ja. Ist laufend im Gefängnis. Mhm. Deswegen? Also es ist mit kleinen Sachen angefangen und hat schon ein, wie sagt man da, Totschlag im Affekt und jetzt wieder. Also den letzten Kontakt hatte ich mit ihm 1986, hat er mich angerufen. Ich habe mich auch gefreut, weil ich lange nichts gehört hatte und habe gesagt, was machst du denn? Ja, da war wieder, dass er entlassen wurde. Mhm. Und er brauchte ja Domian dann ein Zuhause, glaube ich, irgendwie eine Wohnung oder irgendwie das so ist. Ja. Und dann war ich so geschockt. Wer weiß, wie ich hatte auch damals da gerade mich sehr gefasst. Ich bin alleinstehend, geschieden und alleinstehend und hatte eine sehr wirklich gute Arbeit und habe dann gesagt, also weißt du, lass mich jetzt mal im Moment ein bisschen in der Ruhe. Mhm. Ich sagte, und wenn du mal nachweisen kannst, dass du dein Leben mal ein bisschen in der geordnet hast. Mhm. Ich sagte, dann steht meine Tür immer für dich offen. Ich muss erstmal mein Leben jetzt wieder im Griff bekommen. Christel, was ist denn der Stand der Dinge im Moment? Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du ihn 1986 das letzte Mal gesehen hast? Ja, und jetzt, ja, mit ihm auch gesprochen habe, hat sich dann auch, kam dann auch kurz darauf wieder sofort ins Gefängnis, wie ich erfahren habe. Mhm. Ja, und jetzt letzte Woche ging dann, also vor 14 Tagen war es das Telefon und jetzt ist er wieder und wir haben an für sich eine Geheimnummer. Also er ist jetzt aus dem Gefängnis raus? Nein, er will raus, aber sucht jetzt eine Unterkunft. Er hat sich schon bei meinem geschiedenen Mann gemeldet. Und da hat er auch, damals ist er von da direkt verhaftet worden. Also deine Sorge ist jetzt im Moment, er kommt raus und er meldet sich wieder bei dir und du weißt nicht, was du machen sollst. Ja, und wenn er vor der Tür steht, ich weiß nicht wie. Ich war voriges Jahr, weil ich psychisch, ich habe mir die Arbeit aufgebaut und hatte einen schweren Autounfall und war dann psychisch fertig, konnte meine Fabrik in der Arbeit in der Kort nicht mehr machen und bin voriges Jahr 6 Wochen zum ersten Mal in so einer neurologischen, also dass ich Gespräche hatte mit einem Psychiater. Also dein Standpunkt ist, dass du ganz eindeutig den Jungen, deinen Sohn, nicht aufnehmen möchtest. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst vor ihm. Vor was genau hast du Angst? Ich habe einmal Angst, weil er mit Rauschgiften mit allem zu tun hat. Mhm. Dann einmal wohnen wir hier im kleinen Dorf. Ich habe mir etwas aufgebaut. Ich vertraue ihm überhaupt nicht. Mhm. Und dann mein jüngster Sohn, der ist so gut jetzt im Beruf mit allem drin und der ist im Staatsdienst. Du hast Sorge, dass er schlechten Einfluss auf ihn nimmt. Ja, und vor allen Dingen nicht nur auf ihn nimmt das nicht, nein, der ist sehr stabil. Also da käme überhaupt nicht gar nicht. Ich habe Angst, dass er mir auch vielleicht noch andere mit ins Haus vielleicht bringt. Man weiß, man hört also, ja zu viel. Dann ist der Fall doch eigentlich ganz klar. Dann kannst du das doch ganz eindeutig ablehnen. Warum tust du das nicht? Ja, das ja, aber wenn er jetzt trotzdem vor der Tür steht, ich habe da gar keine Ahnung. Oder wenn ich so wie. Warum hast du denn bisher, du könntest ja jetzt, er ist ja jetzt im Moment noch im Gefängnis, ja, du könntest ja jetzt Kontakt aufnehmen. Du müsstest ja rausbekommen, in welchem Gefängnis er ist.
und ihm das, wenn du das nicht mündlich machen willst, könntest du es ihm ja schriftlich mitteilen und auch begründen, dass du keinerlei Kontakt haben möchtest. Das wäre ja doch möglich. Ja, nein, das ist schon richtig dumm, Jan. Er hat ja bei meinem geschiedenen Mann bombardiert und der hat ihm gesagt, genau wie damals, er sollte erstmal sein Leben und sollte in den Griff kriegen, sollte uns bitte in Ruhe lassen. Mhm. Ich hätte in den letzten 2 Jahren so viele Operationen gehabt. Aber das hat nichts genutzt. Trotzdem. Ich habe nur, wie verhalte ich mich, wenn er jetzt vor der Tür steht? Aber deshalb würde ich, Christel, würde ich dem vorbeugen, indem ich dem schon mal so einen, das kann man ja auch sachlich formulieren, ihm schon mal diesen Brief schreibe. Dass du vielleicht auch mal Kontakt aufnimmst mit dem Gefängnis, vielleicht mit dem zukünftigen Bewährungshelfer, dass von allen Seiten schon mal eingewirkt wird, dass diese Anlaufstelle leider nicht für ihn relevant ist. Das würde ich zuerst mal machen, bevor ich jetzt über den Fall nachdenken würde, was mache ich, wenn er vor der Tür steht. Ich kann schon gar nicht mehr, ich habe jetzt auch gerade ich kriege Arbeitslosengeld und weil das hier so wenig ist, ich habe gerade so einen schönen Job angenommen, der mir auch Spaß macht. Also du bist rundherum verunsichert und verängstigt. Ich merke es ja. Ich habe richtig Angst. Christel, wir machen mal Folgendes. Bitte lege jetzt auf und wir werden dich gleich nochmal anrufen und dann kannst du mit meinem Psychologen, mit dem Peter, noch ein bisschen ausführlicher beratschlagen, was zu tun ist. Ja. Aber mit diesem Brief, das würde ich auf jeden Fall schon mal beginnen und den abschicken. Mhm. Alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss, Christel. Ciao. Tschüss. Jetzt ist der Thomas dran. Hallo? Und der Thomas ist 22 Jahre alt. Hallo? Ja, Thomas. Guten Tag. Ja, bist du 22? Ja. Grüße dich. Hi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist sehr umfassend. Es geht im weitesten Sinne um die Homosexualität, um meine Behinderung. Und ich denke, es... Also du bist schwul und du bist behindert. Aber ich denke, es betrifft nicht nur die Homosexualität, sondern auch die Heterosexualität. Wir wollen mal jetzt nicht in Rätseln sprechen. Sag's mal ganz klar. Was liegt dir am Herzen? Ja, ich bin behindert. Was hast du für eine Behinderung? Mein rechtes Bein ist unterhalb des Knies ein Stumpf. Der rechte Fuß fehlt und ein bisschen was darüber. Ist das durch einen Unfall oder ist das von Geburt an so? Durch einen Unfall. Thomas? Ja? Es knackte gerade so. Okay, weiter. Ja, und ich finde das eigentlich ziemlich traurig, irgendwie, was einem so passiert. Was passiert dir denn so? Ja, vorrangig diese sexuellen abnormen Praktiken, irgendwie die Leute von einem möchten. Von dir wollen Leute abnorme sexuelle Praktiken? Ja. Bezieht sich das auf deine Behinderung? Hauptsächlich, ja. Also sind das Leute, die auf Behindertensex stehen? Das ist richtig, ja. Erzähl mal, wie da Leute an dich herantreten und was die von dir wollen. Also es geht jetzt um Männer, ne? In der schwulen Szene ist das. Ja, ich weiß nicht, ob man das symbolisch für die schwulen Szene. Nein, natürlich nicht. Das gibt es auch in der Hetero-Welt. Egal. Aber in deinem Fall ist es jetzt in der schwulen Szene. Und da ist es halt so, man lernt sich kennen. Irgendwie die Behinderung ist dann auch nicht irgendwie offensichtlich, weil ich habe auch eine Prothese und kann mich mit der ziemlich gut bewegen irgendwie. Bloß, das spricht sich auch irgendwann rum, ne? Also du gehst doch so ganz normal aus in Diskotheken, in Kneipen, Cafés? Richtig. Ja. Bloß irgendwie, irgendwann musst du dich ja mal als Homosexueller orten, ne? Und auch bezüglich der Behinderung. Und, also irgendwann spricht sich das in der Szenerie, in der du verkehrst, spricht sich das rum. Und dann kommen Leute, Männer gezielt auf dich zu, die letztendlich scharf darauf sind, dass sie da einen schwulen Jungen haben, der behindert ist. Ich denke mal, dass es gezielt ist, ja. Was sind das für Typen? Ja, ich meine, das kann man jetzt nicht am Alter festmachen oder... Es sind auf jeden Fall irgendwie Leute, die auf diese Behinderung stehen. Wie merkst du das denn? Sprechen die das direkt dann an? Nee, das merkst du vielleicht, ja, im schlechtesten Fall nachher beim Sex. Und wie merkst du, dass die auf die Behinderung stehen und dass das ihr primäres Anliegen ist, sich mit dir zu beschäftigen? Ja, das merkst du halt beim Sex an sich. Ne? Ja, wie denn genau? Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann.
so, das ist halt irgendwie wirklich, dass sie diesen Stumpf primär bevorzugen. Mhm. Und ich meine, irgendwie beim homosexuellen Sex gibt es ja irgendwie nicht viele Praktiken. Mhm. Es ist ja irgendwie spiegelbildlich zum Heterosex und dass dieser Stumpf dann irgendwie wirklich sexuell benutzt wird. Ja. Dieses ist dir schon mehrfach passiert. Das ist mir dreimal passiert. Ja. Wenn du das dann merkst in der Situation im Bett, wenn du mit jemandem schläfst und sich das auf diesen Stumpf konzentriert, wie hast du denn da reagiert? Was machst du dann? Die Möglichkeit irgendwie von Schlafen irgendwie, die kann man ja da nicht anwenden. Wie? Also diese Begrifflichkeit des Schlafens oder des Sexes kann man ja nicht anwenden, weil Nein, ich bin ja in dem Sinne irgendwie nur Objekt. Ne? Ist klar. Meine Frage zielte auch dahin, wenn du das dann merkst, dass es diesen Männern darum geht, was machst du denn dann? Schmeißt du die raus? Nee. Hast du es dann mitgemacht? Ja, irgendwo schon. Weil das ist auch eine gewisse Sache des Zwanges irgendwie, ne? Inwiefern Zwang? Oh, schade, jetzt haben wir die Leitung weg. Das ist aber schade. Ich bitte mal die Regie, den Thomas nochmal anzurufen. Versuchen wir es nochmal. Dann geht's weiter mit Lukas. Und Lukas ist 15 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Lukas, hi. Ja, dein Thema. Akne. Akne? Ja. Das ist natürlich, wenn man 15 Jahre alt ist, unter Umständen ein Riesenthema, ne? Ja. Beschreib mal, wie siehst du aus? Also mein Gesicht ist, also war vorher recht voll mit Pickeln. Mhm. Mein Rücken auch. Und ich habe jetzt allerdings vom Arzt ein Medikament verschrieben bekommen, Roaccutan, falls das jemandem von den Zuhörern was sagt. Ja. Was auch recht gut wirkt. Mhm. Vorher war es allerdings ziemlich schlimm. Wie lange hast du denn die Akne schon? Du bist schon jetzt 15? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren, mit 13 angefangen. Also so mit dem Eintritt der Pubertät hat das eigentlich angefangen. Mhm. Wie schlimm, so in der schlimmsten Phase bisher, wenn du zurückblickst, war es denn? Ich würde sagen, von einem halben Jahr ungefähr. Mhm. Bezog sich das dann, du hast gerade gesagt, Gesicht und Rücken? Sonst? Ja, besonders im Gesicht leider. Mhm. Welche Auswirkungen hat das so auf dein Leben, wenn du so ver- und bepickelt warst? Man schämt sich unheimlich dafür. Mhm. Wenn ich in der Klasse sitze, zwischen den ganzen Leuten, versteckt man sich richtig. Mhm. Man hat wirklich auch Angst, rauszugehen, irgendwo irgendwas zu machen, weil man ständig angeguckt wird oder angemacht wird, womit ich eigentlich nicht so große Probleme habe. Weil die Leute sagen auch richtig was Negatives dann zu dir, halt du Pickleface oder irgend so Sprüche? Ja, sicher, wenn ich so in der Schule oder so, da hört man dann schon mal, ja, da kommt wieder das Pickleface und so, ne? Bist du denn der einzige Junge in eurer Klasse, der das so schlimm hat? Oder einzige? Ja, also es gibt sehr wenige eigentlich, die das so in der Form haben. Ist wahrscheinlich dann für dich auch ein Riesenproblem in Sachen Mädels, ne? Ja klar, da hat man also überhaupt keine Chance. Mit 13 Jahren hat's angefangen, mit Beginn der Pubertät. Ja. Da beginnt man sich ja in der Regel auch so ein bisschen zu interessieren. Ja, sicher. Hast du überhaupt schon eine Freundin gehabt? Nein. Nein. Und du führst es hauptsächlich darauf zurück, dass die Mädels sich vielleicht nicht wollen wegen der Pickel? Oder ja, dass du das zu... Ja auch, das wirkt ja auch abschreckend. Ja, das redet man sich natürlich auch oft ein, wenn man das hat. Man ist selbst aber dann auch so verunsichert, ne? Und da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz. Ja, klar. Ich hab's schon einige Mal hier in der Sendung erzählt, dass ich das früher auch ganz schlimm hatte und immer gedacht habe, dass die anderen mich ganz schlimm finden und ganz abstoßend. Hab dann viel später erfahren, dass viele das gar nicht so sehr ernst genommen haben oder gar nicht so gravierend fanden, wie ich es selbst gefunden habe. Aber entscheidend ist ja, wie man sich selbst fühlt, ne? Ja, also in der Zeit, wo es eigentlich am stärksten war, vor ungefähr 6 Monaten, da das ist ganz schlimm, dass man sich versteckt, dass man Angst hat, irgendwo hinzugehen, weil man ständig blöd angeguckt wird und sich dafür schämt, obwohl man ja eigentlich nichts dafür kann, weil ich will hier nochmal ganz klar sagen, dass Akne eine Krankheit ist, ja, die ärztlich behandelt werden muss und dass die nicht auf unzureichende hygienische Verhältnisse zurückgeht. Hast du den Eindruck, dass das Leute und denken? Das hat auch nichts mit der Ernährung zu tun oder so. Hast du den Eindruck, dass das Leute denken, dass es aufgrund von schlechter Hygiene? Ja, es gibt Leute, die das denken. In meinem Verwandtenkreis
waren auch einige dabei. Dann hast du aber einen besseren belehren konnte. Einen hinterwäldlerischen Verwandtenkreis. Ne? Weil das ist doch eigentlich hinlänglich bekannt, dass das eine Krankheit ist. Jetzt hast du ein Medikament. Beschreib die Wirkung dieses Medikamentes. Also dieses Medikament, Roaccutan, das trocknet die Haut aus. Mhm. Sehr stark, also wodurch auch die Lippen sehr austrocknen. Mhm. Das kann man halt mit so einem Fettstift, jetzt zum Beispiel Labello oder so, kann man die halt wieder einfetten. Und die Pickel sind viel weniger geworden? Ja, wesentlich besser geworden. Mhm. Ich bin eigentlich schon ziemlich am Anfang, als ich die Akne bekam, bin ich auch direkt zum Hautarzt bei meinem Bruder. Mhm. Der hat es auch. Und so früh, eigentlich ist es besser, wenn man recht früh dahin geht, bevor es halt noch schlimmer wird. Also du kannst dieses Medikament empfehlen? Ja, und auf jeden Fall. Fühlst dich jetzt schon aufgrund der Tatsache, dass das alles ein bisschen weniger geworden ist, schon fast wie ein neuer Mensch wahrscheinlich, ne? Ja, also mein Selbstbewusstsein ist schon gestiegen. Extrem also gestiegen. Zeit, ja. Dann hoffe ich, dass das mit den Mädels jetzt auch was wird, Lukas. Ja, das hoffe ich auch. Ne? Jetzt kannst du also richtig rangehen. Noch ordentlich, wie heißt das Zeug? Roaccutan. Roaccutan drauflegen und dann ab in die Disco oder so. Ja, genau. Alles Gute. Dir auch, tschüss. Jan. Tschüss, Lukas. So, jetzt ist der Thomas wieder da. Ich hoffe, dass wir die Leitung jetzt gut gestrickt haben. Thomas. Hallo. Ja, da waren wir gerade völlig unterbrochen. Ja, das war irgendwie ein kleines technisches Problem. Wir waren stehen geblieben in dem im Gespräch, dass ich gefragt habe, wenn du merkst, dass Männer auf deine Behinderung stehen, ob du dann den Sex abbrichst. Und hast du gesagt, nein, es ist irgendwie ein Zwang. Was für ein Zwang denn? Ja, ich weiß nicht, das kann ich nicht beschreiben. Versuch mal, ich kann das gar nicht verstehen. Oder turnt dich das doch auch an, wenn die das anturnt? Ich denke mal, irgendwie als das Grundbedürfnis ist ja irgendwo da, ja? Mhm. Und irgendwie, dass sich das dann fortsetzt und dass du irgendwie kumulativ irgendwie die Leute nicht enttäuschen möchtest, ne? Mhm. Obwohl es dich eigentlich anwidert, ist das so? Ja, primär widert es mich im Nachhinein. Ne? Mhm. Thomas, ich bin mit diesem Phänomen nicht vertraut und wie wahrscheinlich alle, die uns jetzt zuhören, oder die meisten... Du bist auch bisexuell, habe ich richtig verstanden. Ja, aber was dieses Stichwort, wenn Leute scharf sind auf die Behinderung von anderen Leuten, deswegen, wenn dir das jetzt so indiskret ist, bremst mich einfach ab. Ich möchte dich dann doch nochmal fragen. Nee, kein Problem. Beschäftigen sich dann diese Männer nur mit deinem, mit diesem Bein, mit diesem Stumpf? Ich denke mal primär, ja, aber... Also ich habe das auch schon aus Heterokreisen gehört irgendwie. Und da gibt es auch wirklich dieses Phänomen. Ne? Was machen die denn da mit dem Stumpf? Also ja, in Homokreisen denke ich, ist es das anal einführen. Mhm. Und ja, wahrscheinlich in Heterokreisen irgendwie vaginal. Mhm. Und das hast du dann immer mitgemacht auch. Und hinterher hast du dich beschissen gefühlt. Ja, hinterher nicht direkt, aber das Zeitversetzt schon, klar. Mhm. Ist das so ein Gefühl, dass du denkst, dass dich jemand da ausgenutzt hat aufgrund deiner Behinderung? Ja, möglicherweise schon, denke ich. Was würdest du dir denn wünschen? Welche Sexualität wünschst du dir denn von einem Mann oder mit einem Mann? Also ich bin seit 3 Wochen, habe ich einen Freund. Mhm. Und diese Behinderung alles spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Er ist ziemlich tolerant und findet dies Besondere das auch nicht irgendwie sexuell anziehend oder antörend. Das ist einfach eine ganz normale schwule Beziehung. Mhm. Und ihr habt auch ganz normale schwule Sexualität. Ja, also halt nicht diese, ich weiß nicht, ob man es irgendwie Abartigkeit sagen möchte, vielleicht nicht. Ja, das wollte ich dich fragen, ob du das als pervers einstufst. Denke ich, ja, vielleicht. Mhm. Bist du dann nicht im Laufe der Zeit, ich meine, du bist noch sehr jung, 22, ne? Wenn dir das aber einige Male passiert, ist da sehr skeptisch geworden, auch jetzt zum Beispiel bei deinem aktuellen Freund, dass der vielleicht am Anfang auch nur scharf auf deine Behinderung war? Nein, denke ich nicht. Also ich weiß nicht. Möchtest du mal sprechen? Also neben mir. Ist er da? Ja. Ja, gerne, gib mir mal. Hallo Domian? Ja, mit wem spreche ich? Mit dem Björn. Björn, hallo. Hallo. Ja, Wusstest du von der Behinderung von Thomas? Ja, am Anfang wusste ich halt nicht.
Es war halt, er hat das sehr gut versteckt. Er trägt eine Prothese, hat er vorhin erzählt. Ja. Mhm. Und na gut, es hat sich halt im Nachhinein herausgestellt, so nach 2 Wochen. Mhm. Und ich war schon überrascht. Mhm. Was war denn dein erstes Gefühl, als du das... Hast du es gesehen oder hat er dir das gesagt? Er hat es mir zuerst gesagt. Und was ist da durch dich gegangen? Was für Gedanken? Ja gut, ich habe gedacht, warum hat er mir das nicht gleich gesagt? Wir können über alles reden. Ne? Ich habe ihn also vom ersten Augenblick quasi richtig geliebt. Mhm. Also da war nicht der Hauch von Abneigung oder Ekel oder sowas? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich habe Verständnis dafür gehabt und die ganze Geschichte ist auch traurig vom Thomas, wie das alles passiert ist. Und, naja, da gibt es überhaupt kein Ekel, das ist gar kein Thema. Mhm. Und jetzt ist das für dich, auch wenn ihr miteinander schlaft, ist das völlig normal mittlerweile? Ja klar, also ich meine, wir machen nicht diese Praktiken, das ist klar. Mhm. Wir machen also die ganzen Mal Homopraktiken und das ist in Ordnung so. Und also das, was der Thomas gerade erzählt hat, finde ich schon sehr krass. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie so gehört. Ja. Dass dann Leute darauf stehen, diesen Stumpf sich anal einführen zu lassen. Also das finde ich schon sehr heftig. Was denkst du dazu? Natürlich ist es heftig und wir haben auch darüber geredet und alles. Und er hat mir auch echt versprochen, das nicht mehr zu machen. Mhm. Ich glaube, er fand es auch selber nicht gut. Mhm. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber er war irgendwie in so einer ambivalenten Situation, ne? Ja, wie er mir das gerade beschrieben hat. Mhm. Ja, das ist halt das Problem, wenn du sowas hast. Vielleicht hast du auch nicht anders irgendwie Möglichkeiten, nicht sexuell dann irgendwie zu, ich sag mal, zu betätigen oder so. Und dann vielleicht nimmst du auch alles, was du kriegen kannst. Ich habe Verständnis für Thomas und ich bin ja auch wirklich glücklich mit ihm. Mhm. Was sagt er? Er findet es nicht gut, dass ich sowas sage. Ja. Lieber Björn, gib mir nochmal kurz den Thomas. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ich wollte nochmal sagen, ich finde deine Sendung ganz toll. Danke. Und ich gebe das meinen Thomas. Ja, okay. Ciao. Tschüss, Björn. Also Thomas, du hast einen sehr netten Freund. Weiß ich nicht. Was? Ja. Weiß ich nicht. Ich hoffe es, weil wir sind erst drin 3 Wochen zusammen. Also er wirkt sehr, sehr, sehr sympathisch. Du hast irgendwie, habe ich das Gefühl, als wärst du irgendwie nicht so ganz froh. Stimmt das? Ich meine, aufgrund der Erlebnisse ist es doch wohl klar, dass man ein bisschen reserviert ist. Oder? Natürlich, klar, sicher. Umso schöner ist es ja, dass du jetzt jemanden kennengelernt hast. Ich denke, das wird auch eine ganze Zeit brauchen, irgendwie, damit das irgendwie den normalen normalen Gang der Dinge geht, oder? Ja. Lieber Thomas, ich wünsche dir und. Darf ich das irgendwie, darf ich noch ein Wort sagen? Ja, klar. Also, ich möchte generell sagen, irgendwie, dass diese Praktiken irgendwie, egal ob es homosexuell oder heterosexuell ist, finde ich sehr abartig. Und die Leute, die dieses praktizieren, sollten sich wirklich mal darüber Gedanken machen. Im Speziellen irgendwie, dass sie diese Leute irgendwie nur ausnutzen. Und irgendwie sehr, sehr starke, was soll man sagen, psychische Defizite hervorrufen. Ja. Also das möchte ich schon noch zu sagen. Und deine Sendung finde ich klasse. Und ich wünsche dir viel Glück. Lieber Thomas, das wünsche ich dir, das wünsche ich euch beiden von Herzen. Alles Gute. Dir auch. Tschüss. Jetzt ist der Bernd dran und der ist 25. Hallo Domian. Bernd. Domian. Ja. Mein Thema Astrologie. Du klingst schon so mystisch, du bist so ganz nah am Telefon. Ich bin ganz nah. Und du sagst, Domian, mein Thema Astrologie. Ja, das ist ISDN. Ohne Rauschen. Das klingt verdammt gut. Ja, ne? Wir wollen jetzt über Astrologie reden. Ich will dich eigentlich mal fragen, ob du an Horoskope glaubst. Nein, glaube ich nicht. Nein. Aber du wahrscheinlich. Jein. Jein. Warum willst du mit mir über das Thema sprechen? Ich wollte eigentlich mal fragen, was du jemanden raten kannst, der auf einer Seite positive Erfahrungen gemacht hat mit der Übereinstimmung von Horoskopen und negative Erfahrungen. Also das heißt, sprich negative Erfahrungen, dass Sachen nicht zugetroffen sind. Also du beschäftigst dich mit dem Thema, ne? Sehr, seit letztes Jahr vor allem. Warum beschäftigst du dich so sehr damit? Ja, gerade im Bereich auch das Thema Liebe, Partnerschaft, das ist sehr wichtig für mich geworden, eigentlich auch darauf oder dieses Thema zu verfolgen. Warum? Bin ich noch nie auf die Idee gekommen, in Liebesangelegenheiten mich an die Astrologie zu wenden.
Ja, es ist also so gewesen, dass ich letztes Jahr ein ja sehr schwieriges Jahr erst hatte und zum Schluss des Jahres es sehr positiv wurde. Mhm. Ich habe Anfang des Jahres meine Partnerin verloren und war da also so tief unten, wie man nur unten sein konnte, auch gefühlsmäßig. Verloren heißt, ihr habt euch getrennt? Ja, sie hat den Weg gewählt, mit dem ich überhaupt nicht fertig wurde. Mhm. Und so zur Mitte des Jahres ging das dann bergauf. Ich hatte dann so ein paar Bekanntschaften, sage ich mal. Mhm. Also keine Wundernsens, wirklich nur gute Bekanntschaften. Mhm. Ich war dann ziemlich stark leinsüchtig, muss ich sagen. Was warst du? Leinsüchtig. Also ich habe auf den Dating-Lines rumgesurft. Ach, leinsüchtig, ja. Mhm. Und war der Telekom bester Kunde. Mhm. Also warst du richtig down? Ja, und so hast richtig. Als Strohhalm dann die Astrologie genommen. Ja, richtig. Und habe dann die Astrologie gefragt, ob es überhaupt noch einen Auftrieb gibt. Wer war denn die Astrologie? Bist du zu einer... Das war einmal ein Service im 090-Netz, den es da gibt. Die schön Knete machen damit, ne? Ja, eben. Deswegen sagte ich ja, letztes Jahr war ich Telekom bester Kunde. Was war denn dein gutes Erlebnis mit der Astrologie? Ja, die Astrologie hat mir vorausgesagt, dass ich zum Ende des Jahres eine Frau kennenlerne. Stimmt es? Und es hat gestimmt. Hätte ich dir auch sagen können voriges Jahr. Ja, aber das Thema war, die Astrologie hat mir nicht gesagt, dass es nur ein Wochenendspaß sein wird. Siehst du, das hätte ich dir gesagt. Das hättest du mir gesagt. Ja, und es war so, also die Astrologie hat mir gesagt, ich würde eine Frau kennenlernen, die mir endlich wieder viele schöne Stunden geben wird. Mhm. Und ich wurde dann prompt als DJ zu einer großen Fete eingeladen im Hamburger Raum und war da auch. Und an dem Abend nach der DJ-Runde ist es auch nun passiert. Da kam sie zu dir? Sie kam an meinen DJ-Tisch. Und wollte einen Musikwunsch äußern? Nein, sie hat gefragt, ob sie sich dazusetzen dürfen. Hast du gesagt, natürlich. Und ja, klar, ich würde ja mein Schicksal nicht... Sag mal, Bernd, das war wahrscheinlich eine tolle Frau, ne? Auf den ersten Blick so. Ja. Und warum hat das nur ein Wochenende gedauert? Ja, es war so, es war dann auch eine angenehme und schöne Nacht und ich dachte auch an dem anderen Morgen, als ich erwacht bin, naja gut, das war's jetzt, aber es war nicht so. Mhm. Sie hat sich also auch den ganzen Samstag noch mit mir beschäftigt und sich sehr für mich interessiert und wir waren dann auch zusammen auf dem Dom und ja, ich habe mich irgendwie richtig glücklich gefühlt und habe gedacht, das kann doch nicht sein, also die Sterne können das auch nicht wirklich schon gewusst haben. Und wir waren noch mit einer ganzen Clique dann da unterwegs und waren fröhlich, war richtig schön. Aber? Ja, und dann am Sonntag, als ich sie dann mit dem Wagen nach Hause gebracht habe, da war das erstmal nur so ein Abschied auf unbestimmte Zeit, weil wir nur nicht wussten, wie es weitergehen sollte. Mhm. Und ich habe die Sterne dann befragt. Wieder über 0190. Und die Sterne haben mir gesagt, dass jetzt erstmal wieder eine lange Pause kommen würde. Ja, und dann? Und da habe ich nicht dran geglaubt, sondern ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Also das Mädchen hast du kennengelernt, wir haben auch kurz danach noch miteinander geschrieben. Mhm. Und dann habe ich plötzlich den Glauben wirklich daran verloren und habe gesagt, also deine Liebe musst du selbst in die Hand nehmen. Mhm. Und kurz vor Weihnachten, das war ein Tag vor Heiligabend, kam der Anruf, ich soll sie in Ruhe lassen. Mhm. Wie sagt man so heutzutage, dumm gelaufen, ne? Ja, TP, ne? Jetzt bist du völlig hin und her gerissen. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt an eine richtigen Kartenlegerin gehen soll oder. Bernd steht jetzt vor der Frage, soll ich nochmal 090 anrufen? Nee, ich habe mich sperren lassen. Was? Ich habe mich sperren lassen. Du hast dich sperren lassen, finde ich schon ziemlich pfiffig erstmal. Du hast gerade einen guten Satz gesagt. Du hast gesagt, du hättest dir damals überlegt, ich muss jetzt meine Liebe selbst in die Hand nehmen. Ja, richtig. Das finde ich genau die richtige Entscheidung, auch jetzt für die Zukunft. Ja. Es gibt sicher viele Leute, ich will da gar nicht reinquatschen, die da so richtig mit verbandelt sind und die, wenn man das will, ist ja auch gut. Aber wenn man da nur so vorsichtig rangeht und mal so, außer wenn da so viel Knete mitgemacht wird, bin ich eh immer sehr skeptisch. Lass die Hände davon, zieh dein Ding durch und es kommen wieder tolle Frauen, sage ich dir. Ja, ich muss dazu sagen, also im Februar letztes Jahr habe ich ein sehr nettes Mädchen kennengelernt, die mir zwar von Anfang an gleich gesagt hat, also nur eine gute Freundschaft, mehr will ich nicht. Mhm. Und auf diesen Gruß, ganz schnell einen schönen Gruß an Monia, die hört bestimmt zu, denn die ist im Domian Fanclub. Mhm. Und die hat mir gesagt, das geht schon, das wird schon wieder alles und tja. Also alle Leute im Domian Fanclub sind natürlich sehr schlaue Leute.
Ja, und wie heißt sie? Monja? Monja aus Soltau. Monja hat recht. Monja hat recht. Monja hatte recht, völlig. Ich kann mich nur anschließen. Das glaube ich, ja. Lieber Bernd, keine Astrologie mehr. Ja, sondern geh raus in die Welt. Geh zu den Frauen. Übermorgen ist Internationaler Frauentag. Das solltest du nutzen. Geh raus. Ganz schnell noch. Ja. Ich habe dann, wie gesagt, als sie dann gesagt hat, sie will nichts davon mehr hören, erst mir gedacht, befragst du die Sterne nochmal. Und dann gibt es ja bei uns im Lokalfunk eine Sendung, einmal im Monat, Astro Time. Ja. Und da war rein zufällig das gleiche Sternzeichen wie ich mit dem gleichen Geburtsdatum. Ich war es nicht. Aha. Aber ich habe mal ganz gespannt zugehorcht. Mhm. Und da kam das Thema auch Liebe vor. Und die junge Frau hat zu diesem Mädchen gesagt, du wirst deine verlassene Liebe wiederfinden. Mhm. Und vor 3 Wochen rief meine Ex an. Aha, siehst du, es tut sich so viel um dich herum. Ja, das, sag mir, bevor wir jetzt das Gespräch beenden, du merkst, ich liege schon in den Abschiedszügen, ja, mit dir. Ja, was für ein Sternzeichen bist du? Widder. Widder, und was für einen Aszendenten hast du? Das muss man doch wissen, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, ich höre ja nur immer zu. Ich bin Schütze und Aszendent Skorpion. Jetzt werden ganz viele raunen. Oh, so eine Kombination. Jetzt ist uns alles klar. Lieber Bernd, lass Sterne Sterne sein, guck ab und zu nett zu ihnen hoch und zwinker ihnen zu und ansonsten solltest du lieber den Frauen nachgucken. Alles gut. Ich wünsche euch was. Macht's tschüss. Gut. Tschüss. Ciao. 1:32 Uhr, jetzt machen wir Pause. Jetzt habe ich gerade den Domian Fanclub erwähnt und prompt kommt mein Redakteur, der Wolfram Spielkowski, hier rein und bringt mir die Adresse für alle Leute, die interessiert sind. Und ich sage euch jetzt die Adresse. Domian Fanclub, CO, Vanessa Holz, Postfach 4205 in 59038 Hamm. Nochmal die Wiederholung. Domian Fanclub, CO Vanessa Holz, Postfach 4205 in 59038 Hamm. Und bitte frankierten und adressierten Rückumschlag beilegen. Sonst wird die arme Vanessa ganz arm. Ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, Talk Radio aus Köln. Und heute Nacht sind wir ganz offen für alle eure Themen. Und ihr könnt uns erreichen unter 0130 2911 per Telefon oder per Fax unter 0130 1151 22. Und bevor es weitergeht, eine Domian-Postecke. Ein Fax ist gekommen von Darius aus Aachen und der schreibt, hallo Jung Domian, am Montag wurde in den WDR-Nachrichten immer wieder Guido Westerwelle mit dem Satz des Tages zitiert, das Phänomen Gerhard Schröder ist das Phänomen Gildo Horn. Das ist doch ungeheuerlich, finde ich, denn erstens hattest du, Domian, schon am Donnerstag nach dem deutschen Grand Prix über den Äther geschickt, Zitat, wenn es Gildo Horn schafft, uns in Birmingham zu vertreten, müsste es auch Schröder schaffen, Kanzler zu werden. Korrekt, habe ich gesagt. Da hat Guido Westerwelle doch eindeutig geklaut. Oder zumindest hättest du, nicht er, für das Zitat des Tages in allen Nachrichtensendungen genannt werden müssen. Da hast du natürlich völlig recht, Darius, das sehen wir auch so. Und am Dienstag dieser Woche habe ich Guido Westerwelle kennengelernt, zum ersten Mal. Und ich habe ihn direkt zur Sau gemacht und habe gesagt, so geht das nicht. Und er war klein mit Hut und hat gesagt, er wird nie wieder Zitate hier von uns aus der Sendung klauen, um sie dann hinterher politisch zu verwerten. Ich glaube, das hat gesessen. Ein dicker Brief von zwei sehr, sehr, sehr süßen Mädels habe ich bekommen. Und zwar von Natascha und Sabrina.
Vielleicht erinnert ihr euch vor ein paar Tagen, nee, vor ein paar Wochen hatte ich hier zwei Mädels in der Sendung, die haben mir von Tattoos erzählt. Und zwar haben die sich folgendermaßen tätowieren lassen. Das eine Mädchen auf der rechten Schulter, die Buchstaben D-O-M und das andere Mädel auf der linken Schulter, die Buchstaben I-A-N, was ja Domian heißt. Und die beiden schreiben, hallo Domian, wie versprochen senden wir dir nach unserem letzten Telefonat ein Bild von unserem Tattoo. Das Bild haben sie ja auch geschickt. Ich zeige das mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob unsere kleine Kamera das gut rüberbringen kann. Auf jeden Fall sind hier zwei sehr nette Mädels. Das heißt, ihre Schultern zu sehen und dann D-O-M-I-A-N. Sehr schön. Und weiter schreiben die beiden, da der Hintergrund in deinem Studio ziemlich triste aussieht, ist das so? Sind wir gemeinsam auf die Idee gekommen, dir dieses Tuch in Eigenarbeit herzustellen. Und dann haben die beiden mir hier wirklich ein wunderbares Tuch geschickt. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Und den Radiozuhörern beschreibe ich das mal. Es ist ein sehr großes Tuch aus Seide. Das ist so unser Logo. Wunderbar gemacht. Ganz groß, Domian, mit der Telefonnummer in Gelb und in Schwarz. Und ich habe mir vorhin überlegt, das könnte man vielleicht demnächst hier hinten irgendwo platzieren. Wir machen das jetzt mal nur provisorisch hier. Hier vielleicht hinten über die ganze technische Anlage, damit ihr im Fernsehen ein bisschen was davon auch habt. Na, wie sieht das aus? Könnt ihr sehen? Ein bisschen. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Und dann werden wir nächste Woche so an den Start gehen. Also es waren die beiden. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ja, jetzt nach den Nettigkeiten, nach den vielen Nettigkeiten, das Gegenteil. Und zwar ein Mail von Melanie aus Düsseldorf. Und sie hat viele Sendungen in der letzten Zeit verfolgt und schreibt, Domian, ist dein Niveau tatsächlich auf Zimmertemperatur oder passt du dich nur dem Pöbel an, der dich anruft? Damit seid ihr gemeint. Was sollen wir ihr jetzt antworten? Was sollen wir der Melanie antworten? Also, wir sollten vielleicht ganz cool sein. Wir antworten jetzt mit einem coolen Zitat. Das Zitat heißt, was interessiert es die weiße griechische Marmorsäule, wenn eine Sau sich an ihr reibt? Johann Wolfgang von Goethe zu Weimar 1798, ein sehr poetisches Zitat. Ein Brief aus Malta, darüber habe ich mich sehr gefreut, von Adelheid Gutknecht. Lieber Domian, ich grüße dich von der Insel Malta. Ich bin hier wohl die einzige Zuschauerin und sehe täglich deine Sendung. Und das geht so. Meine Freunde aus Deutschland, aus Ravensburg, schicken mir jeden Monat ein Päckchen mit den Videoaufzeichnungen von deiner Sendung. Toller Service. Ohne dich und meine Gummibärchen könnte ich mir das Leben hier gar nicht vorstellen. Seit einem halben Jahr wohne ich hier und genieße 3 Jahre selbstgewählten Urlaub, hast du es gut, 3 Jahre selbstgewählten Urlaub, einfach so, zum Abschalten am Meer mit ständigem Sonnenschein. Davor war ich 25 Jahre Lehrerin und habe viele meiner Religionsstunden, katholische Theologie, mit deinen Interviews illustriert. Deine Devise, erlaubt ist, was niemandem schadet, ist ohnehin oberchristlich und nicht zu überbieten. Deine maltesische Zuschauerin. Sehr nett, liebe Adelheid. Schöne Grüße von hier aus dem kalten Köln auf und in das warme Malta. Und eine Postkarte von Claudia und Claudia. Und die schreiben, hallo ihr von Domian. Wir sind zwei treue Hörerinnen und fanden diese Karte hier auf der Interschule in Dortmund. Kannst du uns diese Frage, die auf der Rückseite steht, beantworten? Auf dieser Karte steht, gibt es Postkartensex? Aber natürlich gibt es Postkartensex. Ich mache das so ungefähr 2-3 Mal im Monat und finde es sehr, sehr interessant. Und wir sollten vielleicht demnächst hier in der Sendung mal drüber reden. Weiter geht's jetzt mit Christine, Ende der Postecke. Und Christine ist 24 Jahre alt. Hi. Christine. Ja, hallo. Ja. Ja, hi. Du bist dran. Ich bin dran. Ja. Guten Tag. Dein Thema. Erstmal ein großes Lob an dich. Danke. Und an deine tolle Sendung. Ja, mein Thema, ich habe mir überlegt, ich rede mal über mein Intimpiercing. Ja, das ist schön, da rede ich auch gerne mit dir drüber. Ja, ja. Das ist gut. Natürlich. Ich weiß nicht, ich dachte mir einfach mal, ich rufe an, ja, und erzähle ein bisschen was darüber, mhm, auch mit dem Hintergedanken, anderen Leuten die Angst davor zu nehmen. Mhm. Weil ich denke mal, es gibt bestimmt mehrere, die sich das wünschen. Und sich nicht trauen. Und sich nicht trauen, genau. Genau.
Jetzt beschreib uns bitte genau, was für ein Piercing du im Intimbereich hast. Also es ist ein Stecker mit zwei Kugeln durch die Schamlippe. Durch die Schamlippe. Ja. Da denkt man im ersten Moment, das tut ja schrecklich weh. Und wie kann sie sich das antun? Ja, das denken viele. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, erstmal hat es weh getan. Das ist klar. Mhm. Ich meine, jedes Piercing tut weh. Mhm. Aber mit der Zeit bereue ich das auf keinen Fall. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, das genau an dieser Stelle zu machen? Ist ja nun vielleicht nicht die üblichste Stelle für ein Piercing. Vielleicht nicht die üblichste. Nein, es kam so, mein Freund, der steht auf Piercing. Mhm. Und er hat selber auch einige, noch nicht im Intimbereich, aber das kommt bestimmt auch noch. Da bringst du ihn auch hin? Da bringe ich ihn auch hin. Nee, erstmal hat er mich dahin gebracht. Ja. Und zwar hat er gesagt, er wünscht sich wohl, dass ich mir auch ein Piercing machen lasse. Mhm. Und er hatte mir vorher schon mal gestanden, dass er das ganz gut findet im Intimbereich. Mhm. Und ja, dann habe ich ihm vor 5 Monaten zum Geburtstag mein Intimpiercing geschenkt. Aha. War er dabei, als das gemacht wurde? Nein, er war nicht dabei, es war eine Überraschung. Aha. Aber er hat es dann ziemlich schnell gemerkt. Beschreib uns genau, wie man das macht. Also erstmal wird das sterilisiert, alles ein bisschen sauber gemacht und so. In einem so einem Tattoo-Studio oder hast du es beim Arzt machen lassen? Nee, ich habe das privat machen lassen, das war aber ein Piercer. Also ein Fachmann. Beruflich, ja. Genau, Fachmann. Und dann gibt es so eine kleine Zange dafür, damit wird das Ganze ein bisschen glatt gezogen. Dann mit einer Kanüle. Du bist durchgestochen und dann kommt eigentlich genau wie beim Zungenpiercing dieser Stecker da durch. Mhm. Ja, so. Das war ein kurzer Schmerz und das ist angeschwollen. Aber es gab so eine örtliche Betäubung schon, ne? Eisspray. Ja, sowas in der Art. Ja, es gab Gel, aber es gab irgendwie keine Spritzen oder so. Floss denn Blut? Ja. 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 Ja, aber so danach. So, nur war der Stecker drin. Ja. Und dann bist du irgendwann nach Hause gegangen. Hat es dann nicht tierisch wehgetan? Nein, hat's nicht. Aha, wundersam, ne? Würde ich jetzt so denken, dass das tut dann schon viele Stunden oder ein paar Tage weh. Ja, nee, es war angeschwollen, es war auch unangenehm am Anfang. Mhm. Aber ich muss jetzt sagen dazu, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie lange konntest du keinen Geschlechtsverkehr ausüben? Ah, das ist jetzt schwer zu sagen. Also das interessiert uns natürlich alle, die wir das vorhaben, jetzt auch zu machen. Ne? Ich habe eigentlich ziemlich schnell wieder damit angefangen. Also ich denke mal nach 6 Tagen ungefähr. Nach 6 Tagen. Ja. Ja, und jetzt natürlich die entscheidende Frage. Wie ist es denn beim Sex mit dem Stecker da unten? Ja, also ich muss sagen, es gibt verschiedene Stellungen natürlich. Mhm. Und jede Stellung hat da so ihr eigenes Feeling. Mhm. Der wäre natürlich jetzt fast dein Freund, der bessere Gesprächspartner für mich. Der ist nicht zufällig neben dir. Der ist nicht hier. Nee. Leider nicht, nein. Aber der könnte ja durchaus auch nochmal anrufen. Der könnte auch nochmal anrufen, ja. Aber beschreib du mal, was er sagt. Gefällt es ihm? Also ihm gefällt es auf jeden Fall. Also es reibt nicht oder es stößt nicht? Es reibt nicht, nein. Es trägt ganz im Gegenteil, es trägt noch dazu bei, dass es echt noch schöner wird. Und man kann sich nicht verletzen? Man kann sich nicht verletzen, nein. Da sind also keine scharfen Kanten an dem Stecker? Nein, das sind keine scharfen Kanten. Das ist ein Steg mit 2 Kugeln. Ja. Und die kann man abschrauben, ne? Die kann man abschrauben und dann kann man das Piercing rausnehmen. Aber ich schraube es ja nicht ab, dann tut's ja weh. Ist klar. Und jetzt bist du guter Hoffnung, dass dein Freund das an der heikelsten Stelle vielleicht auch demnächst macht? Das wäre nicht schlecht, ja. Also es müsste dann durch die Eichel gehen oder so? Durch die Eichel nicht, durch die Vorhaut. Durch die Vorhaut, ja. Ja, ist doch dieses Bändchen zwischen Vorhaut und Eichel, dadurch. Oh, ich möchte es niemals bei mir machen lassen. Nein. Nein, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich weiß nicht. Ich meine, dann ist das natürlich beim Sex dann noch intensiver, ne? Wenn er das Ding dann auch hat. Dann ja, denke ich schon. Hoffe ich mal. Das ist dein Traum. Das ist mein Traum, ja. Was kostet denn diese? Was hat diese Piercerei jetzt gekostet? Das hat mich mit Stecker 200 Mark gekostet. Naja, ist auch schon eine Stange Geld. Ja, ne? Das ist eine Stange Geld, aber es hat sich ja gelohnt. Du denkst, das ist gut investiert, das Geld, ne? Zur Steigerung der Lust und deinem eigenen Körpergefühl. Ich meine, einige Leute kaufen sich was weiß ich, ohne Ende Vibratoren und. Natürlich. Ja. Da bevorzugst du einen schicken kleinen Stecker aus. Was ist das für ein Metall? Das ist jetzt, ich habe ihn jetzt wechseln lassen vor kurzem, das ist jetzt Titan. Ist das zu empfehlen? Ist das zu empfehlen, Titan? Ja, also ich habe keine Probleme damit. Also rostet nicht, man muss es nicht nachpolieren. Nein. Man muss es nicht mal in Correga Tabs legen oder irgendwas. Nein, das ist alles wunderbar. Ja, und gibt es demnächst noch ein Piercing irgendwo anders? Das weiß ich noch nicht. Da habe ich eigentlich noch nicht so drüber nachgedacht. Kannst du es eigentlich noch toppen? Was kann ich das? Kannst du das noch toppen, das, was du jetzt da hast? Also gibt es noch eine für dich spektakulärere Stelle in deinem Körper? Oh, nee. Eigentlich nicht, ne? Das also war schon. Die Zunge vielleicht noch. Ja, ja.
Na gut. Christine, danke für deinen Anruf. Ja. Schönen Gruß an deinen Freund. Alles klar. Vielleicht meldet er sich mal und beschreibt das dann mal so aus männlicher Sicht. Mhm. Also er soll sich melden, wenn er es hat auch bei sich machen lassen. Alles klar. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der Udo rein und Udo ist 38. Ja, hallo Domian. Hallo Udo. Ja, eigentlich könnte ich ja fast schon einen Tipp für den Bernd, glaube ich, war es, mir seine Astrologie abgeben. Ja. mein Thema heute Abend ist Internet-Chat. Aha. Das heißt also, es gibt hier in Deutschland einen deutschsprachigen Internetchat mit mehreren Kanälen. Mhm. Ich chatte jetzt seit einem Jahr und habe es mir eigentlich so einem nicht ganz billigen Hobby gemacht, eben auf die Art und Weise auch Frauen aufzureißen. Natürlich sind sehr viele Leute mit dieser Technik oder mit dieser mit diesem Phänomen vertraut. Dennoch müssen wir es, glaube ich, mal erklären. Ja. Also im Internet gibt es verschiedene Räume. Und somit gibt es auch Räume, wo man sich mit anderen Leuten unterhalten kann. Man unterhält sich aber nicht akustisch, sondern man tippt immer was rein und kommuniziert so miteinander. Richtig. Und das nennt man Chatten, ne? Genau. Dieses sich unterhalten, indem man irgendwas reintippt. So, und du hast dich jetzt über dieses Chatten an Frauen rangemacht. Ja, es geht also so ab, in diesen Räumen, wie du es beschrieben hast, sind eben erstmal mehrere Leute und man hat eben die technische Möglichkeit, dann auch speziell eben, es wird über Pseudonym gearbeitet, also nicht mit reellen Namen, eben sozusagen zuzuflüstern, also eine Nachricht zu hinterlassen, die eben nur ein Betreffender in diesem Raum lesen kann. Aha, das kann man so machen. Das kann man so machen. Und dann gibt es eine weitere technische Möglichkeit und das ist eigentlich dann so die interessantere Variante. Man kann also quasi in ein Separé gehen, sich also mit dem Betreffenden absondern von der großen Gruppe. Das kann kein anderer dann lesen. Das kann kein anderer mehr lesen. Das heißt, man ist dann wirklich, man kann sagen, wie auf einer normalen Talkline, die 090er-Nummern. Nun könntest dir aber doch passieren. Du bist ja darauf angewiesen, dass die Leute ehrlich sind. Du hast einen Kunstnamen und die haben vermutlich auch einen Kunstnamen. Nun kann es doch sein, dass du unter Umständen damit einen Mann chattest. Auch das passiert schon mal und kann mitunter sehr spannend werden. Ich denke, wer oft chattet und ein bisschen sich in die Charakteren reindenkt, das ist eigentlich auch so mitten der Reiz und der Spaß an der ganzen Geschichte mit. Da merkt man sehr schnell, ob man, leider sprechen dann eben von einem Fake, also von einem Betrüger, oder ob man auf der anderen Seite wirklich jemanden hat, der dann im weiblichen Geschlecht ist. Also ich stelle mir das dann vor, dass ihr beide euch dann in den Raum, wie du es gerade beschrieben hast, zurückzieht. Und dann geht das so richtig heiß zur Sache. Es gibt also so drei Charaktere. Die einen wollen sich halt nur mal locker unterhalten. Das interessiert dich nicht so? Dann gibt es die zweiten. Da antwortet er gar nicht drauf. Gentleman genießt und Schweig. die zweite Kategorie ist also virtuellen Chat-Sex zu machen, eben wirklich nur Sex im Internet durchzuziehen. Das geht dann aber nur, indem man halt gewisse heiße Sachen reintippt und man eine Antwort bekommt. Ne? Also genauso wie man sich am Telefon eben heiße Sachen zuwerfen kann, kann man das natürlich per Tastatur auch. Per Tastatur dann. Ja. Und das hat zumindest einen großen Vorteil, man braucht kein Kondom und AIDS-Gefahr besteht auch nicht. Also letztere Variante wendest du öfters an, oder? Das war also so einmal das Hauptziel und dann nach und nach kam dann so die dritte Variante zum Vorschein, dass eben auch teilweise ganz gezielt Frauen reinmarschieren oder einfach durch dieses Gespräch so angeregt sind, dass einfach der Wunsch entsteht, sich auch mal kennenzulernen. Aha, dann wird die Sache interessant. Also dann auch wirklich mal passiert. Und nun könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig ist, dass diese Frau nun gerade zufälligerweise bei dir um die Ecke wohnt. Die kann ja von Helgoland kommen oder weiß ich woher. Ja, es gibt also so diverse Standardfragen. Na hallo, von wo chattest du denn? Was machst du so? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? So erstmal so diese allgemeinen Standardfragen und dann tastet man sich eben nach und nach ein bisschen vor. Von wo man so ist und wo man sitzt. Genau. Du hast es einmal hast du eine Frau kennengelernt. Und ich habe also vor ziemlich exakt 4 Monaten jemanden kennengelernt. Da ging es also noch gar nicht mal interessanterweise so auf der Sexbasis ab, sondern einfach nur aus diesem Gespräch heraus, Mensch, das Gegenüber ist einfach so interessant, das möchte man kennenlernen. Und was ist draus geworden? Ja, wir sind seit 4 Monaten fest zusammen. Ach, das ist ja wunderbar, ne?
Also da muss ich sagen, es ist die neueste Variante eigentlich zu den sogenannten Talklines. Es ist allerdings, es ist etwas billiger, es hat allerdings eine ganz große Gefahr, es macht absolut süchtig. Das glaube ich. Nun bist du seit 4 Monaten mit der Frau fest zusammen. Jawohl. Chattest du in Sachen Sex weiter? Jetzt unter uns? Sie hört ja nicht zu. Ich hoffe, das nicht. Erstens hört sie zu, zeichnet nämlich die Sendung regelmäßig. Ah ja, du chattest natürlich überhaupt nicht mehr, seitdem ist völlig klar. Ich kann aber trotzdem sagen, also wir chatten zusammen und... Gruppensex am Computer, geil. Kann man so sagen, ja. Gehen wir nochmal zurück 4 Monate, bevor du mit der Frau zusammenkamst. Wenn du dann eine nette Gesprächspartnerin oder, na Gespräch kann man nicht sagen, eine Chatpartnerin hattest, ja. Wie lange dauert dann so ein Chat, bis ihr zum Orgasmus kommt? Wenn also für beide Seiten klar ist, dass das also als Cybersex bereits so fest definiert ist, wenn beide Seiten das Gleiche wollen, dann kann man davon ausgehen, dass also spätestens nach einer halben Stunde plötzlich an der Tastatur nichts mehr passiert. Ja, ja. Dann ist der andere nämlich ganz mächtig beschäftigt. Ja. Es kann sich auch länger hinziehen, wenn man, je nachdem, wie romantisch man das gestaltet und die Fantasie im Spiel lässt. Also, eigentlich finde ich das ziemlich langweilig. Weil ich es doch viel geiler finde, wenn ich zumindest akustisch die andere Person am Ohr habe, dann besteht doch die Möglichkeit, sich gegenseitig viel spitzer zu machen, als wenn ich immer auf der Tastatur da rumdrücken muss. Oh, da muss ich dir mal ganz energisch widersprechen. Also mir fehlt die Erfahrung wahrscheinlich. Wenn man entsprechende Wortwahl trifft, dann kann das also sehr, sehr knisternd und erotisch sein. Und was ist denn dein erotischstes Wort? Das erotischste Wort, also ich... Wie verführst du die Frauen beim Chatten? Wenn ich zum Beispiel in die Tastatur reinschreibe, um meine Zunge gleitet langsam deinen Hals herab und hinterlässt eine feuchtwarme Spur, dann knistert das schon irgendwo am anderen Ende. Das merkt man dann auch. Du meinst? Und man kann sich da gegenseitig richtig schön hochhalten. Ja. Also, ich habe verstanden, was das ist. Ist sicher eine interessante Sexvariante, aber Vorsicht, 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 Vorsicht. Die Telekom chattet mit, ne? Die Telekom chattet mit und man kann süchtig werden. Man kann mächtig süchtig werden. Diese Gefahr besteht bei dir jetzt erstmal nicht. Du hast eine tolle Frau an deiner Seite. Wir chatten zusammen, aber halten aber nicht gegenseitig so im Zaun. Wunderbar. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Udo. Tschüss. Michael, 19 Jahre. Ja, ganz genau. Hi. Aber ich bin 19. Ja, habe ich das nicht gesagt? Alles klar. Nee, pass auf, ich wollte erzählen, ich bin ziemlich in die Scheiße gekommen durch meinen besten Freund. Mhm. Was ist passiert? Es hat damit angefangen, dass mein Personalausweis verschwunden war. Mhm. Eigentlich nichts beigedacht, aber ich kriegte einen Post von E+. Und das hat sich dann vermehrt und ich habe nie da reingeguckt, immer weggeschmissen. Wie, du hast nicht in die Post geguckt? Vermutlich Nein, ich habe nicht in die Post geguckt, weil ich gedacht habe, das ist irgendein Werbequatsch oder so. Und bis die sich dann bei meinen Eltern meldeten und meinten, was mit mir los wäre, ich würde die Rechnung nicht bezahlen, das wird sich im Moment auf 4.000 Mark belaufen. Genau. Mhm. Und da war ich natürlich heftig in der Scheiße. Und wie komme ich da wieder raus? Ja, ich muss dann erstmal rauskriegen, wie das überhaupt gekommen ist. Mhm. Und irgendwann klingelte dann auch die Videothek bei uns an, aus meinem Ort. Da hatte ich dann auch 500 Mark Schulden. Und ich habe mir dann gedacht, das kann alles nicht sein. Also er hat mit deinem Ausweis sich ein Handy besorgt. Ja, klar. Und mit deinem Ausweis sich auch eingetragen in der Videothek und kräftig ausgeliehen. Ja. Wie groß ist der Gesamtschaden? Bei E+ belief sich das ganz zum Schluss. Die nächste Rechnung kam nur auf 6.000 Mark. Mhm. Die Rechnung von der Videothek waren 500 Mark. Mhm. Und es kam noch dazu, dass er sich meinen Autoschlüssel mal geklaut hat und damit losgefahren ist, wurde erwischt und sagte dann der Polizei, er sollte mich abholen, ich wüsste Bescheid. Das waren dann nochmal 300 Mark. Ja. Wie sieht die Sache aktuell aus? Aktuell sieht sie so aus, dass... letzten Freitag war wohl eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Und da musste ich wohl als Zeuge aussagen. Mhm. Ich bin da hingekommen und die Sitzung wird vertagt, weil er keinen Strafverteidiger hatte. Mhm. Also du hast ihn angezeigt? Nee, eben nicht. Das ist das Komische, was ich eigentlich bis heute nicht verstehe. Meine Eltern haben ihn angezeigt und zwar in meinem Namen. Mhm. Weil ich damals so psychisch fertig war, weil es war mein bester Freund, wie gesagt, und ich konnte ihn nicht anzeigen. Das war emotional nicht möglich für mich. Nur, was ich eigentlich damit sagen wollte, ich bin im Moment auf dem Standpunkt, wer vertraut, ist der Gearschte.
Ja, ist natürlich heikel, ne? Dass man sowas verallgemeinert. Ich kann dich natürlich sehr verstehen, aufgrund der gemachten Erfahrung, dass du im Moment nicht sehr vertrauensselig bist und sehr skeptisch bist. Aber das kannst du natürlich nicht so verallgemeinern. Ja, aber es ist jetzt so, wenn ich irgendwelche neuen Leute kennenlerne, ich kann diesen Leuten nicht vertrauen. Und das finde ich total schade. Weil es stört mich selber, aber es geht nicht. Ich glaube, man muss aus solchen Vorfällen, kann man ja mitnehmen, dass man generell etwas vorsichtiger und skeptischer ist. Man darf aber nicht ins Gegenteil überspringen und wirklich sich vollkommen zumachen, weil das ist einfach nicht richtig und nicht gut. Ja, das ist eigentlich aber auch mein Problem, weil ich vertraue eigentlich, bis jetzt habe ich immer allen Leuten zu schnell vertraut. Und zwar habe ich, er sagte mir auch damals, dass er sich mit 16 ein Auto gekauft hat und er hatte wohl schon mal mit dir darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nee. Der hatte sich, 95 war das, da hatte er sich ein Auto gekauft mit 16. Ich verstehe nicht, wie das alles geht. Es stand in der Zeitung. Also Michael, versuch es so hinzukriegen, denn du bist jetzt noch sehr, stehst unter dem Eindruck dieser ganzen Geschichten, dass du schon mit Vertrauen an Leute rangehst, aber mit einer Portion Skepsis eben. Aber mach dich nicht ganz zu und ganz dicht. Auf keinen Fall, ist nicht gut. Aber das sagst du ja selbst, ne? Ja, kannst du mir nur sagen, wie ich mich jetzt gegen ihm überverhalten soll? Weil ich meine, da läuft die ganze Sache, läuft ja juristisch jetzt noch, ne? Ja, die Sache läuft juristisch, aber ich kann die Freundschaft irgendwie nicht abschließen. Das hängt alles noch ziemlich so fest. Und du sieh doch erstmal zu, wie das juristisch geklärt wird und dann lass mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen und dann kannst du ja versuchen, vielleicht nochmal irgendwie eine menschliche Annäherung zu finden zu ihm. Ja, klar. Alles Gute. Okay, viel Glück. Danke dir. Tschüss, Michael. Anne ist dran. Und Anne ist 16. Ja, hallo. Hallo Anne. Du bist meine letzte Gesprächspartnerin heute. Schieß los, dein Thema. Traummann. Traummann? Ja. Du hast mit 16 Jahren deinen Traummann gefunden. Nee, eben nicht. Ich hatte da so einen Traum. Ach so. Und ja, ich weiß auch den Namen, aber ich kenne den Typen nicht. Und der heißt Mirko Bastler. Aber du kennst ihn nicht. Nee, und das soll sozusagen Aufruf sein. Du hast von Mirko Bastler geträumt. Ja. Einfach so, du hast den Namen noch nie gehört. Nee. Noch nie? Nee. Du hast im Traum einen wunderschönen Mann gesehen. Ja. Wie alt war er? Kann ich nicht sagen. Ich vermute auch so 16, 17. Ne? Ja, vielleicht, 18, vielleicht, 18 und 22 vielleicht, ja, ich weiß nicht. Vielleicht 18, halb sowas. Irgendwie so. Und er hat im Traum gesagt, hallo Anne, ich bin Mirko und ich bin dein Traummann. Also es waren zwei Träume. Das erste Mal saßen wir so auf der Bank einfach nur und haben uns in die Augen geguckt. Ja. Und dann war nochmal irgendwie, war einfach nur so ein Zettel und dann stand der Name da drauf. Das ist ja schrill. Ja. Das ist ja schrill. Und du bist fest der Überzeugung, dass dieser Mensch, dass es ein Wesen gibt, das wirklich als Mensch existiert, das so heißt. Ja, ich weiß nicht, aber sollte einfach mal so ein Versuch sein. Könnte ja sein, ich meine, Träume sagen viel aus, so. Träume sagen alles aus. Ja. Mirko Bastler. Beschreib ihn doch. Wie sah er aus im Traum? Na, dunkelblond, groß, ja. Er hat ja dich vielleicht ein, zufälligerweise, ich meine, das wäre wirklich nur ein Zufall, an irgendeinen Popstar oder einen. Nein. Irgendjemanden aus einer Boygroup erinnert. Nee. Hätte ja sein können, ne? Nur so eine Ähnlichkeit, damit wir uns Mirko besser vorstellen können. Ja. Schwer zu beschreiben. Wann hattest du diese beiden Träume? Ich weiß nicht, so vor ein, zwei Wochen. Und seitdem hast du nichts anderes mehr im Sinn? Ja. Als diesen Traummann. Mhm. Interessant ist der, dass er beides Mal gleich aussah in dem Traum. Nee, einmal habe ich ihn ja gar nicht gesehen. Ach so. Da war nur dieser Zettel. Ach, aber da, ich wusste so. Das halt so irgendwie. Ach so. Und jetzt gehst du durch die Straßen und guckst dir so alle Jungs von der Seite an. Könntest du Mirko sein? Ja. Vielleicht du oder du? Ja, Anna, also wenn er sich bei uns meldet, ne, dann werden wir natürlich sofort einen Kontakt mit dir herstellen. Und dann bin ich ganz gespannt, ob er es dann vielleicht ist und wie das weitergeht mit euch beiden. Ja, alles klar. Wir drücken alle die Daumen. Tschüss, Anne. Tschüss. So, Freunde, das war's von uns für diese Woche bei uns im Team. Und ich sage herzlichen Dank. Waren Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Silvia Liebsch, Jan Hölz, Heike Schmidt, Henning Kaiser, Katrin Heckmann, Mathilde Kohl, Annette Bövering und Peter Ofsianowski. Und unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wir hatten ja mal das Thema die geheimen Wünsche der Frauen. Und nächste Woche heißt unser Thema die geheimen Wünsche der Männer. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Erpressung. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin. Ciao.